Hallo zusammen, da bin ich wieder, immer noch von der Spiel 2017 hier in Essen und ich habe mir mal wieder einen neuen Gast für eine kurze Produktvorschau geschnappt und zwar habe ich hier gesehen Ultima Ratio und stell vielleicht mal ganz kurz dich vor, was hast du denn mit Ultima Ratio sozusagen zu schaffen, warum stehst du hier am Stand? Also, mein Name ist Thomas Klaus, ich bin einer von drei Entwicklern des Spiels Ultima Ratio im Schatten von Mutter. Genau, das finde ich ein sehr guter Grund, um hier am Stand zu stehen. Absolut. Und es gibt natürlich auch ein paar Neuigkeiten, aber vielleicht kennt ihr noch nicht alle Ultima Ratio. Deswegen habe ich mir gedacht, kannst du uns vielleicht kurz darüber erzählen, um was es eigentlich geht? Es ist ein dystopisches Science-Fiction-Fantasy-Rollenspiel, das nicht auf der Erde basiert. Die Menschen haben sich vor etlichen Zeiten mal auf den Weg gemacht, um einen fernen Planeten zu besiedeln mit Generationenschiffen. Im 342. Jahr revoltierte das Militär. Die haben alte Daten gelöscht, die wissen nicht mehr, wo sie her sind. Also für die Menschen am Anfang war das Schiff. Die kamen auf dem Planeten an, haben dort eine andere indigene Spezies vorgefunden, die Mari. Die waren auch genetisch kompatibel, sodass man mit denen verschmolzen ist und natürlich auch das Lukianische Reich dann gegründet hat. Das ist einer der großen Blöcke in diesem Themis-Roh-Cluster. Das System ist expandiert, es sind Kolonien gegründet worden und man stieß natürlich auch auf einen Gegner, der darf natürlich nicht fehlen. Die Nishra, eine insektoide Spezies, mit denen man sich dann auch angelegt hat. Man hat sich dann mit anderen Insektoiden, die von der gleichen Welt stammten, verbündet, den Rischlik. Die sind inzwischen Angehörige des Lukianischen Reiches. Wir haben 9 spielbare Spezies, 5 davon reichsangehörige Spezies, 2 neutrale, eine, die zum quasi gegnerischen Block gehört. Man hat aber in der langen Zeit der Existenz eine Koexistenz aufgebaut, einen Weltenrat gegründet und versucht, seine Probleme friedlich zu lösen. Ja, das wird vermutlich aber auch nicht immer ganz klappen. Also bedingt, also man versucht es. Von der Art der Geschichten, die man erlebt, ich will jetzt nicht fragen, was eine typische ist, weil das finde ich bei Rollenspielen immer schwierig, aber was war denn die letzte Geschichte, die du in diesem Setting erlebt hast? Die letzte Geschichte, die ich in dem Setting erlebt habe, war ein ganz kurzes Abenteuer, das wir durchgespielt haben. Da ging es darum, einen Tarnak-Spieler zu suchen. Tarnak ist die verbreitete Sportart im Reich. Das ist auf einem Eisfeld eine Art Eishockeyspiel, ein bisschen angelehnt auch an das schweizerische Hornussen. Ah, gut. Wir haben jetzt relativ viel über Setting schon gesprochen, aber wir haben noch kein einziges Wort zu den Regeln verloren. Das ist ja auch mal ein Thema, was ich persönlich sehr gern mag. Wie funktioniert das denn ganz grob? Die Regeln, das Regelwerk ist relativ einfach. Wir haben ein eigenes System entwickelt, das basiert auf dem W4, also vierseitige Würfel. Man würfelt mit maximal 10 Würfeln auf die Fertigkeiten, rechnet die Attributswerte dazu, eventuelle Professionsstufen noch dazu. Das ist eigentlich die ganze Herrlichkeit. Mhm. Und das klingt jetzt so, als wäre der Fokus vor allem darauf, dass es halt möglichst ein einfaches System ist, was schnell eingängig ist. Gibt es einzelne Regelmechanismen, bei denen du sagst, das ist was, das gibt es in anderen Regelwerken nicht, das ist irgendwie vielleicht herausragend, nicht unbedingt auch nur im Sinne von besonders gut, sondern im Sinne von andersartig? Oder würdest du sagen, es ist eher ein System, was halt sozusagen traditionell, klassisch die Dinge möglichst einfach abdecken will? Nö, einfach ist natürlich das Stichwort. Ich halte es einfach mal kurz hoch hier. Das Regelwerk. Ich verstecke mich mal ganz kurz dahinter, dann könnt ihr hoffentlich mehr davon sehen. Das Regelwerk ist auch, wenn du es mal ins Bild hältst, relativ dünn geraten. Das heißt, es ist auch für Einsteiger bestens geeignet. Man sieht, ich könnte jetzt eigentlich so weitererzählen und ihr würdet mich immer noch gut erkennen können. Genau, 64 Seiten. Das heißt, es ist auch schnell erlernt. Es ist einfach. Was das Ganze heraushebt, ist, dass im Spiel auch gesteigert wird. Das heißt, wenn ich einen Vierer Würfel habe und einen auf dieser Fertigkeit nur habe und eine 4 Würfel, dann steigere ich in dem Spiel, habe ich 3 Würfel und 3 Vieren gewürfelt, steigere ich auf den nächsthöheren Wert 4. Das heißt, man erspart sich auch hinterher die Diskussion darüber, darf ich steigern, weil ich das eingesetzt habe oder nicht. Das ist einfach, wir haben auch Moraleigenschaften zum Beispiel mit eingebaut im positiven und negativen Bereich, sodass der Spielleiter oder Erzähler, das ist eigentlich ein Storytelling-Spiel, die Leute ein bisschen in der Spur halten kann und die Leute auch eine Charakterentwicklung auch auf dem Charakterbogen ausmachen und durchleben können. Das heißt, wenn ich gegen meine eigentlichen Grundwerte, die ich bei der Generierung eingerichtet habe, ja, verstoßen möchte in dem Sinne, das heißt, ich mache jetzt etwas, was eigentlich gegen meine Moralwerte verstößt, dann kann ich das entweder senken permanent, mache also eine Entwicklung in die Gegenrichtung, werde eher moralischer, im positiven Sinne oder eben auch im negativen Sinne. Das kann man bei uns relativ frei wählen.
Ah, sehr schön. Und wo ich das Regelwerk gerade in Händen halte, da sehe ich so eine 2.0 hier stehen. Regelwerk 2.0. Und ich habe ja schon so ein bisschen vorher gelinst. Das ist noch relativ neu, oder? Das ist jetzt zur Messe erschienen. So dieser Spiel, wie auch hier eine Anthologie, die wir auf den Markt gebracht haben. Die haben wir hier. Das sind die ersten Kurzgeschichten zu unserer Welt. Eine davon von mir, die anderen von Autoren, die auch für andere Systeme schreiben. So sieht man hier beispielsweise mal kurz reingeschaut. Da kann man also auch noch Eindrücke gewinnen, was man in der Welt alles spielen kann. Das ist also sehr freizügig, ist modular aufgebaut. Deshalb auch das Regelwerk 2.0. Hier sind auch Informationen eingeflossen, die die Spieler in den letzten 3 Jahren, wir sind 2014 das erste Mal erschienen, nach 9 Jahren Entwicklungszeit. Was die Spieler uns gesagt haben, haben wir größtenteils mit aufgenommen, haben das Ganze neu organisiert, haben auch einen kurzen Abriss der Welt dann damit aufgenommen und natürlich auch spielbare Charaktere mit jetzt hier reingenommen. Und du hast gerade eben hier das Hardcover, auch das ist zur Messe extra erschienen, in einer 50er Auflage limitiert, signiert. Aber das gibt es natürlich auch als Softcover. Sehr gut. Eine Frage muss ich natürlich auch noch stellen. Ultima Ratio im Schatten von Mutter. Wer ist Mutter? Mutter ist eine künstliche Intelligenz, die die Bürger umsorgt. Auf der Heimatwelt, flächendeckend auf dem ganzen Planeten. Die Bürger sind verpflichtet, ein Kind zu tragen, einen Kreditidentifikationsnanodatenspeicher. Wer den nicht trägt, gilt nicht als Rechtssubjekt. Der ist also im System nicht vorhanden. Den kann man abknallen oder mit weiß was ich machen. Muss dann halt nur den Müll entsorgen. Ja, gut. Ich glaube, das gibt einen sehr guten Einblick darüber, welche Arten von Geschichten man alles auch noch erzählen kann. Nicht nur Sport, sondern vielleicht auch das andere, ein bisschen gesellschaftskritische. Und dann danke ich dir auf jeden Fall. Herzlich gerne. Und ich werde mich weiter noch ein bisschen auf den Weg über die Messe machen. Es ist inzwischen Sonntagnachmittag. Allzu viele Interviews habe ich nicht mehr vor mir, aber das eine oder andere gibt es sicher durch Tage noch. Bis bald, euer Nick Nack.